Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog von mir. Ich glaube, heute sind es noch 10 Tage oder so bis zum ET. Also wir sind bald echt einstellig angelangt. Unglaublich. Ich hätte also bei den Übungswehen und Anzeichen, die ich alle schon hatte, so lange, hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange noch schwanger bin. Unglaublich. Es ist sogar relativ ruhig gewesen, die Nacht. Also gestern Abend hatte ich wieder Wehen, stärkere auch, aber die waren dann so in 10 bis 7 Minuten Abständen, 5, 6 Stück und dann wurde es wieder länger, die Abstände, so halbe Stunde und dann wieder weniger, also das war ganz komisch. Aber ich konnte halt schlafen bis 4 Uhr wenigstens, also es ist alles ruhig, heute habe ich gar keine Wehen, also ich nehme zumindest keine wahr. Ja, es ist soweit alles in Ordnung. Bernd und Calvino sind wieder ausliefern heute. Ihr wisst, unser Laden ist ja immer noch zu. Wir haben Lockdown und ja, die können halt ausliefern. Das machen die immer gemeinsam, die beiden. Und ich bin mit Smurfy hier. Der schläft schon ganz fleißig wieder. Der ist müde. Ich weiß auch nicht, warum. Der ist die letzten Tage so viel am Schlafen. Vielleicht merkt er auch einfach, dass die Mutti ein bisschen Ruhe braucht oder so. Keine Ahnung. Ja, so langsam gewöhne ich mich an meine super blonden Haare, mein Fail-Haare, Haarfarbe. Ich habe die heute mal so gemacht, wie ich sie eigentlich in letzter Zeit immer trage. Also hier unten ein bisschen wellig und oben halt ein bisschen mehr so glatt. So langsam geht's. Also ich weiß, es ist sehr hell, aber die Flecken sind wenigstens weg und ich erschrecke mich nicht mehr jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue. Es wird so langsam. Also ich habe gestern in dem Video, das habe ich gerade geschnitten von gestern in den Vlog, habe ich halt gemerkt, dass ich die ganze Zeit dahin gucke, wo das Display ist, weil ich mich immer wieder so, oh mein Gott, erschrocken habe. Und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen wieder besser, wenn ich mich halt noch mehr daran gewöhnt habe. Ich wollte heute eigentlich die Lichterketten und die Fenster abschmücken und sowas alles. Mal gucken, ob ich das im Laufe des Tages mache. Wir werden sehen, was der Tag so bringt. So, ich habe jetzt schön ein bisschen mich ausgeruht und jetzt ist Haushaltszeit. Kann der sauber saugen. Das muss ich ja nicht machen. Und mache ich hier Licht aus. Ich kann die Spülmaschine leer räumen und direkt wieder einräumen. Tada! Ist das auch schon mal erledigt. Bernd und Calvino kommen jetzt auch gleich wieder. Hier sind noch die Reste von gestern vom Feste. Er ist wieder hier. Ganz anhänglich. Wir waren gerade eine kleine Runde spazieren und ja, der Sauger saugt immer noch. Bernd und Calvino sind auch wieder da. Bernd ist oben im Büro Kasse machen und alles und sagte gerade zu mir, wenn was ist, soll ich halt anrufen. Also, weil er halt oben ist und das vielleicht nicht hört, wenn ich was sage. Das ist so süß. Ich so, was soll denn sein? Ja, zum Beispiel, wenn das Kind kommt. Ich sag, ja, das wär's ja, wenn du da oben sitzt und wenn du runterkommst und das Baby ist einfach da, so zack. Das wäre ja schön, eine schöne Geburt, so schnell. Oh, Baby. Und heute ist uns wieder aufgefallen, wie ruhig der geworden ist, so die letzten, in der letzten Woche so ungefähr. Also der ist wirklich ganz lieb und ganz anhänglich. Der liegt den ganzen Tag quasi bei mir. Als es anfing, habe ich erst gedacht, das geht los, weil er so lieb und anhänglich war, dass er da irgendwas merkt, irgendwelche Hormone riecht oder so. Aber es geht noch nicht los und er ist trotzdem anhänglich, weiß ich auch nicht. Aber genießen kann man es trotzdem. Miss Murphy? Ja. Du bist fein, ne? Ja. Ich habe hier NTV laufen. Ich warte auf die Entscheidung, ob jetzt der Lockdown weitergeht oder nicht. Die wollten sich erst um 11 Uhr treffen heute, dann um 13 Uhr. Und ich glaube, dann saßen die jetzt immer noch nicht zusammen. Wieder Verspätung. Ja, weiß ich auch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Du möchtest nicht vloggen? So dunkel. Ich liege hier ganz faul. Wir warten den ganzen Tag bei NTV auf das Ergebnis, was die klugen Menschen sich überlegt haben. Aber es kommt nichts. Wir haben jetzt gleich 19 Uhr, ne?
Die haben sich immer noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Ja, wir haben jetzt Essen bestellt. Es gibt Indisch und Pizza und so. Ich zeige euch das nachher. Da haben wir das schon mal bestellt? Nee, ne? Na, Indisch habe ich echt lange nicht gegessen. Richtig, richtig lange. Bin ich ganz gespannt, wie das schmeckt. Essen, Essen, Essen. Da ist es. Was er nachher darf aussuchen. Ja, und Lockdown ist verlängert, aber genaueres. Salat ist für dich. Ja, Salat ist sehr lecker. Bestimmt. Ja, haben sie nicht geschnitten. Gut aus. Das Geld? Ja. Ja, ich habe Kalino gerufen zum Essen. Also, wir haben. Der Tabasco ist da rechts in dem Schrank daneben. Ein Salat. Oh, das ist aber eine kleine Portion Reis. Das ist das indische Essen. Das schauen wir uns mal an. Aha, das mit Brokkoli, Kartoffeln. Was ist da noch drin? Kartoffeln, Brokkoli, keine Ahnung, Gewürze. Hier haben wir so. Ach so, das Fladenbrot ist ja auch noch dabei bei diesem indischen Essen. Ja, dann haben wir ein Garlic Bread. Also Pizza mit Knoblauch. Ja, hier Oli noch bitte rausgeben. Pizza mit Pilzen und eine Pizza mit Margarita. Margarita. Guten Hunger. Oh, das war so lecker. Das tat so richtig gut. eigentlich wollten wir ja nicht mehr so viel bestellen irgendwie. Also was heißt so viel? So viel bestellen wir ja nicht, ne? Aber ja, ich war faul, Bernd war arbeiten und ja, dann gab es halt heute mal wieder was von draußen, vom Takeaway. Wie heißt das denn? Lieferservice. So, ich räume jetzt auf. Bernd und Calvino sind eben mit dem Smurfy nochmal raus. Wir hoffen die letzte Runde, dass wir es uns welche schön gemütlich machen können. Das sind noch Reste von gestern, die habe ich heute Mittag auch einmal gegessen. Aber das hätte jetzt auch nicht mehr für uns alle gereicht. So, und wie ihr sehen könnt, ich habe die Fenster natürlich nicht abgeschmückt. Ach, Mann, das war so gemütlich auf dem Sofa. Ich weiß auch nicht, ich war heute eine mittelgroße und eine große Runde mit dem Smurfy spazieren. Und dann habe ich mich halt einfach gerne aufs Sofa gelegt und hatte keinen Bock. Ist auch egal. Es ist ja jetzt noch nicht März oder so. Also es kann ja ruhig noch bleiben. Es ist ja Winterdeko. Klasse, Spülmaschine läuft. Das hört ihr wie immer bei uns. Ja, und wie so oft in letzter Zeit, wenn wir halt nichts machen, weil halt natürlich Lockdown, alles ist zu, dann ja, hat man nicht viel zu erzählen und dementsprechend nicht viel zu vloggen. Es ist jetzt ja noch beschlossen worden, dass der Lockdown verlängert wurde. Also der geht jetzt bis 31. Januar und ja, Bernd wird nicht arbeiten gehen, also halt nur ab und zu ausliefern, so wie es jetzt auch ist. Und ja, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, darf ich bestimmt. Ihr stört euch nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Ich mache nur eben hier die Lampe an, dann erzähle ich weiter. Weil man so schlecht sonst sieht. Es ist so stark dunkel. So. Also, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Mal abgesehen jetzt vom finanziellen Einbußen. Natürlich hat man die, wenn man sein Ladenlokal nicht eröffnet. Und jetzt auch noch das Nagelstudio, das ist ja schon abgemeldet. Und ein Kind kommt noch bald, in ein paar Tagen. Natürlich hat man da finanzielle Einbußen, aber trotzdem versuche ich das Positive da drin zu sehen und denke mir, boah, wer hat so viel Glück, in Anführungsstrichen, und kann so viel Zeit mit seinem Mann verbringen, wenn das Baby da ist. Also wenn es denn dann schon da ist. Wir haben ja 16. Januar Entbindungstermin. Und wenn es 2 Wochen drüber geht, dann ist ja schon Ende Januar. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es um den ET kommt.
Dann haben wir noch 2 Wochen hier zu Hause, wo Bernd mich so richtig schön unterstützen kann. Auch vorher, ne, so jetzt die Zeit, das ist so schön, mit der Familie einfach zu Hause zu sein. Und wenn wir einfach nur hier auf dem Sofa liegen oder, keine Ahnung, schön morgens in Ruhe frühstücken, kein Stress morgens, keine Schule, keine Arbeit. Man kann ganz entspannt mit dem Hund noch gehen, so zusammen. Und ne, also das ist wirklich schön. Wir haben so viele Jahre so viel gearbeitet. Beide und Calvino halt auch Schule. Und das war oft sehr, sehr stressig. Und das ist so richtig zum Runterkommen. Und das ist halt einfach schön, wenn er auch so die erste Zeit richtig schön miterleben kann, der Bernd, wenn das Baby da ist. Die Livia. Ich sag immer das Baby, oder oft sage ich das Baby, ne? Ja, Livia. Ja, so ist das. Nun ja, so ist es. Es ist beschlossen, schärferer Lockdown. Ich habe jetzt noch keine Informationen, wie es mit der Schule weitergeht. Also die sollen ja wohl zubleiben, so wie ich weiß. Aber dann wird ja Homeschooling sein. Das lief ja ganz gut bei Calvino im Dezember. Die machen das alles online. Also die machen richtig Online-Unterricht. Also richtig mega. Richtig toll. So, meine Lieben, der Tag ist eigentlich schon rum. Wir haben 22 Uhr, glaube ich. Bernd ist nochmal eben mit dem Smurfy vor die Tür. Und ich gehe jetzt nach oben, mache mich Bett fertig. Die tritt gerade ganz doll. ja, wir werden jetzt schlafen gehen. Und ich wollte mich eigentlich jetzt nur noch von diesem Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, auch wenn nicht viel passiert ist, ist der Tag rumgegangen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Tschüss!